Und damit hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zum Summer Update Planet Coaster. Es ist endlich soweit, es gibt Feuerwerke. Ich freue mich total darüber. Ich habe es in den letzten Folgen schon angekündigt, als es feststand, dass das Summer Update Feuerwerke mitliefern wird. Schade, dass wir das jetzt nicht mitbekommen haben. Die kleinen Leutchen bleiben tatsächlich stehen und genießen das Feuerwerk. Und jo, ich habe mich mal ein bisschen privat damit beschäftigt. Wir hatten ja diese kleine Insel, die ja bisher irgendwie komplett senseless in der Gegend herumgestanden ist. Jedenfalls ist die vollgepackt mit Feuerwerksabschussteilen. Und ich habe mir vorgestellt, wir machen in dieser Folge, wir machen eine Spezialfolge. So, dich möchte ich verschieben. Dich sieht man nicht. Hallo? Oh, Kamera-Glitch. Ja, jetzt sieht man es, wie die bleiben halt wirklich total stehen und feiern das auch total. Ich weiß es nicht. Ich bin im Moment etwas, ich habe keine Ahnung, warum meine Kamera so derartig extrem in der Gegend rumscrollt. Manchmal geht's nicht. So, die Gruppe, die kann es noch nicht glauben, dass das Feuerwerk nur ganz, ganz kurz ist. Jedenfalls, wir machen eine kleine Spezialfolge, habe ich mir gedacht, und ich zeige euch, wie das mit den Feuerwerken funktioniert. Das ist nämlich gar nicht so leicht am Anfang, das ist etwas tricky. Und ich würde sagen, wir begeben uns dann auch rückwärts zu unserem... Oh, da ist alles schön belebt wieder, endlich! Könnt ihr euch auf die Folgen erinnern, wo Amelie... Wo ist denn Amelie? Die müsste doch da irgendwo rumlaufen, mittlerweile kurz vom Burnout. Wo ist sie denn? Oh mein Gott, wir haben Amelie verloren. Die hat jetzt aber nicht gekündigt, oder? Hey, junger Mann, das Klo ist eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, gleich da vorne. Ja, da, folgt diesen Leutchen da. Aber wo ist die denn tatsächlich? So, mal ganz kurz checken. Ja, ich bin etwas traurig. Ich musste die Ticketpreise erhöhen. Wir haben noch immer 85%, die richtig glücklich sind, aber wir verlangen jetzt wieder 80 Euro Standard und 50 Euro Familie. Es ging nicht anders. Ich habe mich da und ich bewege mich schon wieder Richtung Minus. Das schwankt so extrem. Ich habe es noch nicht durchschaut. Ihr wisst das ja. Aber jedenfalls, das wollte ich ja ganz kurz mal checken. Animateure. Amelie, sie ist glücklich. 250. Wir bilden dich fort. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht unglücklich wird. Ich habe übrigens offline, während ich das Feuerwerk gebastelt habe, alle meine Techniker so richtig schön ausgebildet. Aber wo ist sie denn? Okay, egal. Ich schweife schon wieder zu sehr ab. Es tut mir leid, Leute. Ihr wisst das. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Holy sh... Da geht's zu. Freut mich total, dass das total angenommen wird. Jo, Feuerwerke. Ihr findet die Feuerwerke unter Szenerie. Wir drücken mal auf Pause. Jo, nicht wundern. Mittlerweile der Park ist schon zu umfangreich. Es dauert schon ein kleines bisschen, bis alles aufgeht. Wir haben Spezialeffekte, Feuerwerk. Und jo, wir können tatsächlich ins Volle greifen. Ich möchte aber nur ganz kurz euch mal in dieser Folge zeigen, wie denn das funktioniert. Display-Ablaufsteuerung, das kam meiner Meinung nach, tut mir leid, wenn ich mich irre, schreibt mir das in die Kommentare, aber ich glaube, das kam jetzt erst mit den Feuerwerken dazu, ist aber richtig geil, das Teil. Wir benötigen das auf alle Fälle. Ich werde es auf alle Fälle mal hierher klatschen. Das ist notwendig, damit wir die Feuerwerkablaufsteuerung regeln können. Ich würde sagen, wir haben da eine richtig schöne Fläche. Wir werden da jetzt Feuerwerk drauf klatschen. Und zwar Spezialeffekte, Feuerwerk. Das Catherine-Rad, oder Catherine-Rad, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Catherine. Da sollten wir jetzt vielleicht auf Play drücken, denn dann sehen wir, wie das aussieht. Das ist das Kleine, das ist das Große. Oh, ich würde sagen, wir klotzen und kleckern nicht. Passt ganz gut daher.
So, dann hätten wir das mal. Na, ich kann mir schon vorstellen, wie die da alle stehen bleiben und das genießen oder in Flammen aufgehen, als vorbei einen grausamen Flammentod sterben. Ja, das ist gut. Das ist gut. Was haben wir noch? Wir haben ja, die haben so viel eingebaut. Chrysanthemenfeuerwerk. Das ist eher was Großes. Das heben wir uns für den Schluss auf. Ja, das ist nice. Oh, das ist schön, das ist schön. Das werden wir hier herstellen. Das wäre die gleiche Variante, nur in groß. Das klatschen wir ruhig hierher. Die großen Brummer da oben. Fackelfeuerwerk, was kannst du? So, ich muss wieder rauszoomen. Einfach, ich kenne noch nicht alle Effekte. Mach nochmal. Fliegender Fischfeuerwerk, was kannst du? Boah. Ja, das gefällt mir jetzt weniger. Goldregen. Hallo? Achso, das sprudelt nur so. Da sind wir jetzt zu weit draußen. Das ist der große Goldregen. Kometfeuerwerk, das klingt gut. Geht direkt in die Menge. Oh no! 70 Verletzte bei Feuerwerksarbeiten. Ah, da war's jetzt. Verdammt. Ja, genau. Das habe ich gesucht. Damit können wir auch ganz, einen ganz schönen Effekt starten. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 in die Richtung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 in die Richtung. Nice. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Kometfeuerwerk Mehrfachstart, das ist im Prinzip so eine Feuerwerkbatterie. Hätten wir auch verwenden können. Wir machen es jetzt einzeln. Mehrfachausbruchfeuerwerk. Was kannst du? Du bist auch nett. Ja, wie gesagt, also ihr könnt euch da richtig schön austoben. Das ist wieder was richtig Großes. Die Palme. Palmefeuerwerk groß. Das geht noch höher rauf. Aber das ist so richtig hübsch. Pferdeschwanzfeuerwerk. Da sind wir jetzt zu weit draußen. Das zieht die Dinger so nach. Wenn wir da auch noch was einbauen. Ja, also wie gesagt, eurer Kreativität ist, was das betrifft, keine Grenze gesetzt. Das ist hübsch, glaube ich. Wenn ich sehen würde... Ja, das ist gut, das nehmen wir. Für nie. Für nie Funken groß. Wie gesagt, da hinten die dicken Brummer. Jo, gut. Okay, wenn ihr dann euer Feuerwerk platziert habt, dann, jetzt geht's los. Hier haben wir den Trigger. So, ich möchte das mal da weg. Weg. Damit das Ganze funktioniert, benötigen wir Auslösersequenzen. So, hinzufügen, Displaygruppe hinzufügen. Wir nennen die mal Start. Okay. So. Wow. es eskaliert. Wir nennen die mal Start und klicken dann raus, damit ich wieder steuern kann. So, das wollte ich eigentlich. Und jetzt geht es darum, wir wollen, wenn das Feuer...
Damit können wir die einzelnen Elemente starten, wann die losgehen sollen. Also im Startbereich hätte ich gerne, und jetzt sagen wir Objekte mit Gruppe verbinden, ich hätte gerne das Teil. Steuerung gedrückt halten, dann könnt ihr mehr selektieren. Das Teil und das Teil. Das soll so als erstes losgehen. Die Katharina-Räder bestätigen. Dann, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und das finde ich etwas, am besten ist, ihr nehmt euch einen Block und macht euch Notizen dazu. Im Nachhinein ist es sehr schwer herauszufinden, was man denn da eigentlich alles gesetzt hat. Dann wollen wir dich und dich. Und meiner Meinung nach, die werden in der Reihenfolge hinzugefügt, wie ihr sie anklickert. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Und dich. So, bestätigen. Man kann das auch testen, wir sehen mal. Links. Rechts. Welcher war das? Der da. Ah, okay, sie sind eh auch markiert. Und damit können wir jetzt die Zeit starten. Also wir wollen die Katharina-Feuerwerke am Anfang, dass die mal gleich loslegen. Und das soll dann so, keine Ahnung, eine Sekunde später starten. Ganz außen. Und du auch eine Sekunde später. Und ihr 1,5 Sekunden. 1,5. So, jetzt hätten wir quasi schon mal fast unsere Startsequenz, oder fast, wir haben unsere Startsequenz. Wir können damit mal rausscrollen und mal schauen, was passiert, wenn Start abgespielt wird. Die Katharina-Räder legen los und dann kommen die Feuerwerke. So, das wäre die Startsequenz. Wie gesagt, also ihr könnt euch da, nehmt euch Zeit dafür. Ich möchte euch nur ganz kurz, das ist halt wie gesagt ein kleines Tutorial jetzt mal. Jetzt wollen wir eine neue Display-Gruppe hinzufügen. Die nennen wir einfach, keine Ahnung, Übergang. Objekte mit Gruppe verbinden und jetzt wollen wir die Teile haben. Und das wird jetzt spannend. Ich hätte gerne, das werden wir gleich sehen. Das sind ja einfach nur so diese, so bestätigen. Mal schauen, wenn wir jetzt gehen die alle zur gleichen Zeit los. Sagen wir mal testen. Busch. Oh Mann. So. Okay. Du startest bei 0 Sekunden. Du startest bei 0 Punkt, naja, keine Ahnung. 4? Du bei 0,8. Dann müsstest du der Nächste sein. Und ihr seht das, jetzt wollte ich mir den Fingermonitor zeigen. Sobald ich da drüber fahre, werden die beleuchtet. Das macht die Sache dann doch leichter. So, 0, 4, 8, 1,2. Und du startest bei 1,6. Und du startest 2 Sekunden später. Das gleiche in die andere Richtung. 0 Sekunden, 0,4. 0,8, 1,2, 1,6 und 2 Sekunden später. Nice. Verdammt. Hey. Man kann die auch einzeln noch umbenennen. Warum auch immer. Macht nicht wirklich viel Sinn. So, rausklickern. Jetzt kann ich wieder scrollen und zoomen und so weiter und so fort. So, mal sehen. Die müssten jetzt eigentlich, wenn die Sequenz startet, so nach links und rechts wandern. Mal sehen. Wie sieht es von weiter weg aus? Nochmal. Ja, okay, kann man lassen. Wie gesagt, nehmt euch Zeit dafür, macht es nicht so wie ich. So, wir haben jetzt die Startsequenz. Dann wollen wir den Übergang 4 Sekunden später. Wir können da jetzt alle abspielen. Wir sehen, da oben ist immer die Summe aller unserer Displaygruppen. Wir spielen mal das ganze Feuerwerk ab. Wie würde es aussehen jetzt mal? Startsequenz. Dann kommen die Teile dazu. Nice. Und das Grande Finale Displaygruppe hinzufügen. Das Finale. Das soll
keine Ahnung, 4 Sekunden, die gehen relativ schnell weg, sagen wir 6 Sekunden nach dem Start loslegen. Und da haben wir hier die dicken Brummer. Und ihr könnt natürlich die dann auch nochmal unterteilen, das machen wir jetzt nicht. Wir nennen das ganze Teil einfach Finale, das soll so einen richtig großen, fetten Wumms geben. Oder wir nennen das Finale 1 und fügen da jetzt mal, keine Ahnung, dich, dich und dich hinzu und die kleinen Eimel. Hoppla. Ja, das Problem ist, er zeigt uns jetzt alle Animatronics und das jetzt, jetzt haben wir es erwischt. Schade, eigentlich sollte das Ding, da müsste es einen Filter geben. So, merken. Wir haben jetzt den inneren Teil. Bestätigen. Mal abspielen. Okay, das ist, die können aber gleichzeitig feuern, das finde ich gut. Ja, das würde ich sagen, das lassen wir. Fertig. Die lassen wir einfach tatsächlich gleichzeitig feuern. Aber jetzt machen wir Finale 2. Das soll 8 Sekunden. Also wir der Start sofort. 4 Sekunden später dann der Übergang. 6 Sekunden später das Finale 1. 8 Sekunden später das Finale 2. Und fürs Finale 2 fügen wir jetzt mal... So, wir haben jetzt die hinzugefügt, das heißt, wir nehmen dich, 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 dich und dich. Und dich. Bestätigen. Mal sehen. Wir feiern jetzt Finale zweimal ab. Und... Das hätte ich gerne in Kombination und das ist jetzt cool. Wir können das da kopieren. Finale Grande. Und das soll, keine Ahnung, 9 Sekunden später starten. Jetzt hätten wir ein Feuerwerk, das in Summe nur 9 Sekunden dauert. Also, ja, real quickie quasi. Mal sehen. Wir spielen mal alles ab. Müssten die Dinger kommen? Jo, nice. Rede ich mir halt ein. Ihr könnt das sicher besser machen. Nehmt euch die Zeit dazu, spielt euch ein bisschen damit. So, wir hätten unser Feuerwerk positioniert. Jetzt. Das finde ich richtig cool. Jetzt können wir wieder hier auf den Sequencer gehen. Sagen wir mal, fertig. Wie ging das jetzt? Man kann hier noch eigene Musik auswählen, die im Umkreis vom Sequencer gespielt wird. Das mit den, man kann auch Lautsprecher bearbeiten. Das habe ich noch nicht geschafft. Das muss ich mir erst ansehen. Ja, unser Feuerwerk ist relativ teuer. $183 pro Auslösung. Kameras. Wir können Kameras bearbeiten und zwar, wenn das Feuerwerk läuft. Ihr kennt das ja oft, man kann dann da sagen Display-Kamera-Modus. Und das finde ich cool. Wir können uns jetzt eine richtig coole Position suchen. Keine Ahnung. Wir setzen uns mal hier hin. Und setzen hier mal die erste Kamera. Jetzt können wir uns noch eine andere coole Position suchen, vielleicht weiter weg. Setzen noch eine Kamera. Und so weiter und so fort. Das finde ich auch ganz nice. Fertig. Okay. Und jetzt, wenn wir jetzt da reingehen, sind wir im Kameramodus. Das kann man dann mit den Pfeiltasten rauf oder runter, können wir wechseln. Finde ich ganz nett. Escape, kommen wir wieder raus. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch triggern. Dafür haben wir die Möglichkeit Zeitplaner.
nur bei Auslösern aktivieren. Also ihr könnt das Teil auch mit einer Achterbahn verbinden und so richtig schöne Feuerwerkeffekte beim Durchfahren starten. Schleife bei Auflösung, kontinuierliche Aktivierung, das bedeutet, das rennt ständig und ihr lauft dann pleite, weil das mit jedem Start ja Geld kostet. Feuerwerk ist nun mal teuer. Oder aber zu bestimmten Zeiten. Jetzt hört man die. Da sind sie. Zu bestimmten Zeiten Zeit hinzufügen. Wir wollen, dass dieses Feuerwerk um 23 Uhr startet. Okay. So, ihr müsst euch um nichts mehr kümmern und schaut mal, wie die alle stehen bleiben und raussehen. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Nächstes Mal 23 Uhr startet das Feuerwerk. Oh Mann. Jo, das war's. Das Geheimnis der Feuerwerke. Ich setze einen Cut, bis es dann wieder... Oh no, Spirit Castle hat ein technisches Problem. Das sehen wir uns in einer der nächsten Folgen an. Ich setze einen Cut, bis es dann... Ja, es ist 8 Uhr, hast du nicht gesehen. Wird noch dauern. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, es ist kurz vor 23 Uhr. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Nicht wundern, wenn der Ton vielleicht hakt. Dann habe ich mich geirrt und musste nochmal den Cut setzen. Aber jetzt müsste unser Feuerwerk dann bald losgehen. Das 23 Uhr Märchenschloss-Feuerwerk. Danke fürs Zusehen. Jo, ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.